Hallo und grüße euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Tja, ja, lang ist her, für uns eigentlich nicht. Aber wir sind wieder da, bereit zu neuen Schandtaten auf Mustafa oder irgendwo dazwischen. Denn das nächste ereignisreiche Ereignis wird eine Spezialität von mir. Ja? Ich kann das, ich habe das studiert. Es wird eine Weltraumschlacht und am liebsten, na, eigentlich nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, am liebsten würde ich das überspringen, aber das stimmt nicht. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, ich bin stolz auf mich, also mein Ziel ist es, aus dem Hangar zu kommen. Punkt. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin ja einer der Rockmeister, liebster. Ja, eben, also ich finde das wahnsinnig gut, die Arbeitsaufteilung bei den Weltraumschlachten. Ich mache alles und tu nichts. Du spürst quasi so solo immer die Ziele zum Erreichen und ich fliege halt zur Unterstützung nur dumm. Genau. Halt, ich bin auch da. Das generische Feuer auf sich. Das ist, genau. Mustafa, Doppelpunkt, präventive Maßnahmen. Nee, dann sage ich nichts mehr. Die Bedrohung der Separatisten regt sich wieder. Ist mir wurscht. Ich sage sicher nicht Beistrich. Sie lauern im Orbit über Mustafa. Was hat der Kaugummi da verloren? Punkt, sage ich auch nicht. Was hat der Kaugummi da mit zu tun? Der war schlecht. Gehen wir schauen. Wo kommst du jetzt auf? Orbit. Reißen wir die Geschichte an. Ist da mein Controller? Dein Controller? Ein Rü. Ziel erreicht. Bitte, das war jetzt aus mehreren Filmen zusammengeschnitten. Das erkenne ich sofort. Bitte, das war jetzt aber nicht nett. Präventive Maßnahmen. Gisor Delso. Beistrich so sicher nicht. Ein geonosianischer Flüchtling der Klonkriege. Scheiß Beistrich. Hat Kampfdroiden in Mustafa. Bindestrich nein. System reaktiviert. Punkt. B501. Tä. Ist dort. Böstrich. Aber ihr Zerstörer wurde von Delsos Truppen geentert. Pünktchen. Schlagen Sie sie zurück und tragen Sie den Kampf zu ihnen. Nein. Doch. Oh. Epische Erzählung. Obwohl die Klonkriege vorüber waren, kapierten es manche Leute einfach nicht. Der schlimmste Fall war Gisor Delso, ein Separatist von Geonosis, dem es irgendwie gelungen war, laut Vaders Bemühungen, die Überreste der KUS auszulöschen, zu entkommen. Laut Vader verfolgte ihn nach Mustafa und holte uns, um die Sache zu beenden. Die Mission schien einfach. Aber als wir die Flotte drückenden Schiffe über dem Planeten schweben sahen, wussten wir, dass der Fall Delso gefährlicher war als erwartet. Na, geleg! Der traut sich was. Bist deppert. Achso, Enterung, ja, voll. So, jetzt ein Blödsinn. Ja. Passt schon. Hallo! Eigentlich brauchen wir jetzt in Marine. Also ich kriege eine Zeitbombe genau darunter hin. Ich hab das eh alles unter Kontrolle. Ich sorge für deine Sicherheit, ich gebe dir keine Deckung. Ich sorge nicht für deine Sicherheit, ich gebe dir keine Deckung. Passt schon. Der hat nämlich ein Geschützlein. Ja, ich bin auch begeistert. Ja, komm. No-Gladen. Todesgott, ja, geh weg! Der schießt genau unten drunter. Scheiße. Und jetzt legen wir einen gepflegten Abgang zum Munitionsdroiden hin. Also ich verstehe das nicht, dass sie Feinde immer so bewegen müssen, dass das ja nicht triffst. Ich bin erschüttert. Und immer diese ganze Gewalt. Ja, das sowieso. Beim Shooter, das ist ja... Das ist zermürbend. Lädst jetzt noch bitte und triffst, das wäre sehr freundlich. Danke, Estro. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Ja, genau. Wie ist das dann? Komm. Erledigt. Hast du es erledigt? Los, Männer, ab in die Jäger und geben sie den Droiden Saures.
Zerstören Sie deren Jäger und Bomber. Ist da noch jemand? Ja. Achten Sie auf die Asteroidenpiloten. Sie sind jetzt einfach zu zerstören, aber das heißt nicht, dass sie ungefährlich sind. Und was muss man machen? Okay. Dann gehen kann Bomber, wenn wir Jäger zerstören müssen. Danke. Ich mach das. Ich kann das. Schauen wir mal, wie lange wir mit einem Marine durchhalten. Wir müssen jetzt einfach die Roten anschießen. Ja, schießt die Roten ab. Okay. Wie bei Age of Empires. Das ist der Rote ist ganz böse. Ah ja, okay. Ich verstehe. Ja, man kann es übertreiben. Bitte, der hat mir voll das Raumschiff weggenommen. Ich mag einen Tiefer. Danke. Eine Tiefe. Ja, na, die Marines reparieren die Jäger an Bord ja nicht. Da gibt's immer so, jetzt hol ich schon wieder an. Jetzt, nein! Alter, was ist denn da passiert? Wieso bin ich da ein Tod? Das ist ja was Neues bei Weltraumschlachten. Ich glaube, dass das Abwehrfeuer ist von den Hauptschiffen. Das akzeptiert er nicht. Und ja, hallo. Abfangjäger. Opa. Und los. Ja. Das vibriert aber schön. Warum ist denn der Schaß da und überhitzt? Ich krieg dich. Ich krieg, da bist du ja. Bitte, das ist wenig. Ich wollte es gerade sagen. Ja, sind die wendig? Bist denn du wendig? Bist denn du Moped? Alter. Ist ja mega. Da ist er. Da ist er. Warum sind denn die immer so schnell überhitzt? Was ist denn da los? Achso, okay, gut. Das war jetzt... Das habe ich kommen gesehen. Also, es war dann trotzdem zu spät, aber das macht und nichts. Noch zwei. Na komm. Noch einer. Das war ich, glaube ich. Sehr schön. Ja, bin voll stolz. Was jetzt? Sie Ihre Schilder an. Benutzen Sie einen Bomber für maximalen Schaden. Hoch mal. Also, das mit dem Schilde angreifen, das mit dem Bomber so bald mal drauf geht. Okay. Das siehst denn. Das siehst denn Riesen. Wunderschönen schwebenden Stein noch vor dir. Den schwebenden Stein im Weltall. Den einen. Ja bitte, wie schwebt denn der Stein im Weltall? Ja, schwebt der Stein im Weltall. Ist dir das auch gerade passiert? Ja, ich habe gerade die Kurve zu spät genommen. Weil du dumm bist. So, aber jetzt. Bomba. Bitte kannst du spawnen, lieber Bomba. Spawnen. Ja, komm mal! Ich hab 14 Punkte gejagt. Wehe, du veräppelst mich jetzt. Bitte veräppel dich. Geht doch. Ich tu nicht das Schlachtfeld verlassen, du Volltrott! Das ist mir egal. Jetzt hätte ich ein bisschen warten können, weil der in dem Bomber kannst du nämlich zu zweit... Nein, ich kann das eh so gut. Ich kann nämlich auch umsteigen. Geschirrter Recht. War fast schief gegangen. So, wo geht's da jetzt hin? Da, es ist zwar schon aus, aber da. Was haben wir jetzt zu tun? Okay. Ja. Guck, wie wir fliegen da jetzt nicht rein. Wir klauen jetzt da den feindlichen. Werden wir machen, bin schon dran. Du mach das einmal, ich achte das heraus, ob es passt. Mach ich gern. Schieß mal ein bisschen aus. Und jetzt? Juhu! Schützen. Aber mach nicht. Ich mach das doch gerne. Gleich bin ich weg. Das mach ich auch gerne. Genau. Bin auch gerne weg. Ich brenn schon wieder, was im Weltraum immer eine geile Sache ist. Und ich bin tot. Hast du es geschafft? Was denkst du wohl? Ich hab dich nur gerade
Hervorragende Arbeit, Piloten. Jawohl! Lord Vader wird sehr zufrieden sein. Bam! Sind wir's schon? Gekommen sind wir's schon? Na. Also ich will jetzt genau starten können. Tudelöhr kriegt mich niemals! Yeah! Was für ein Part voller Kürze. Nein, ja, Kürze, aber das bist du ja schon gewohnt. Aber es war lustig. Der Hauch von Nostalgie, den die 501. verspürte, als sie gegen die Droidenflotte über Mustafar kämpfte, hatte schon einen bitteren Beigeschmack, als wir unsere orbitalen Positionen einnahmen. Nun war es Zeit herauszufinden, worum es ging. Es ging um einen Penis. Und dich. Auch. Also ich hab 16 Punkte. 11 Abschüsse. Ja. Du hast 9. Wären da, dafür bin ich genauso oft geschnappt, wären da Abschüsse von Raumschiffe gleichgesetzt mit Kills von... Also von den Systemen meinst du? Vom, ja. Also ich mit, keine Ahnung. Mit so guter, Leitium und Umrennen. Das war interessant. Ja, also. mit Leitium und Umrennen, ja. Also mit, das auf jeden Fall, weil ich glaube, so... Raumschiffe vorher am Anfang, ja. Zwei. Ja, genau, die Kills von den Droiden selbst, also von den Personen und von den Raumschiffen sind gleich. Macht ja auch Sinn, ne? Ist ja gigant. So, und jetzt drehen wir am Rad. Am Rad. Die Medaillen speichern wir erst am Schluss. Es war zu arg. Wenn wir jetzt noch mal speichern darf. Das darf ich einfach emotional nicht aushalten. Richtig. Und während ich einfach jetzt weiter mit mir selbst beschäftigt bin, dass ich das gerade Erlebte verdaue, wünschen wir euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euren Daumen abschneiden würdet und ihn uns nicht auf ein Silbertablett oder Gesundheit, mein Freund. Gold tut's auch. Also, kein Problem. Haben wir überhaupt kein Problem. Da sind wir flexibel. Der Mann fangs ab damit. Genau. Schneidet euren Daumen ab mit einer Rasierklinge. Arbeitet euch durch beim Knochen. Seid kreativ. Nehmt einen Löffel oder was nicht was. Gib mir Frieden. Hier ist Doc. Ja, und dann, wenn ihr den Daumen abgeschnitten habt, gebt ihn uns. Passt, es wäre uns ein Volksfest, der Daumen. Gut, insofern richten wir uns das nächste Mal wieder. Wäre uns eine Vermehrung. Insofern... Du kannst da einfach sowas sagen wie, lass deinen machtvollen Daumen da. Ja, sag ich. Schneidet's am Mond, gebt's an uns. Insofern... Grüß euch. Und tüdelü.